Eins ist Fakt, ja, Geld folgt der Aufmerksamkeit immer, egal wann. Und du musst Aufmerksamkeit natürlich erhaschen mit, ja, etwas, was einzigartig ist. Und jetzt bitte ich dich mal, deine Hand zu nehmen. Halt mal deine Hand hier vor deinen Kopf und schau mal auf deinen Fingerabdruck, auf deinen Daumen. Hey, du bist einzigartig, ja? Und genauso wie du, dein Fingerabdruck einzigartig ist, gibt es nicht zweimal auf dieser Welt. Kannst du auch dein Unternehmen so positionieren, dass du auch als einzigartig wahrgenommen wirst. Und nochmal, jetzt wird es doch erst interessant. Dann, wenn du einzigartig bist, kannst du nicht verglichen werden. Es ist ja Fakt. Die größten Fehler auf dem Weg, dass du jetzt digital durchstarten willst, sind folgende. Ja, du willst den Markt beherrschen? Okay, dann musst du nur für eine Sache bekannt sein. Viele wollen der Allesanbieter sein. Warum? Ja, der Irrglaube herrscht ja bei mir hier oben. Nochmal, der Irrglaube herrscht ja, wenn ich jetzt mehr anbiete, dann können sich ja mehr Leute etwas davon aussuchen. Bullshit. Sorry für die drastische Wortwahl, aber das ist Unfug, das ist unternehmerischer Wahnsinn, ja? Also du gehst doch auch nur zu einem Experten und Experten, die sind auf einem Gebiet gut, aber nicht auf allen, ja? Das ist ja absolut unseriös. Du kannst nicht der Allesanbieter sein. Ja, wenn deine Angebote und die Dienstleistungen wechseln, wie im April das Wetter dieses Jahr, ja? Mal 25 Grad und am nächsten Tag 0 Grad und hat Bodenfrost. Dann bist du für nichts bekannt. Du musst ein Ding durchziehen und du musst eine klare Botschaft haben und eine klare Zielgruppe. Und wie das geht, das werden wir dir jetzt hier zeigen. Ich möchte dir eine Sache geben. Das ist eine, ich würde sagen, eine unvergleichbare, also eine einzigartige Botschaft an eine Zielgruppe, die richtig den, ja, bei uns in Norddeutschland nennen wir das den Kittelbrennfaktor. Ja, wenn ich den Kittelbrennfaktor, dann habe ich den Kunden getroffen und er fühlt sich verstanden. Und wenn er sich verstanden fühlt, ja, dann bekommt er Vertrauen. Und wenn wir Vertrauen haben, dann kaufen wir vorher nicht. Also, wer ist deine Zielgruppe? Ein ganz kleines Beispiel. Ich nehme mich jetzt mal in das Jahr 2012 zurück, ja? In das Jahr 2012 zurück. Ich bin hier der Geschäftsführer und mir ging es nur um eine einzige Sache. Nur eine einzige Sache mehr nicht. Ich wollte Kohle verdienen. Warum? Ich hatte ja keine Kohle. Und ich wollte meine Eltern stolz machen, bin ich ehrlich, ja? Meine Eltern, das elterliche Unternehmen musste schließen. Ich habe ein neues gegründet und ich wollte dich stolz machen. Und deswegen, mir ging es nur um eine einzige Sache. Ich wollte Kundschaft haben. Es rief der erste Kunde an, nennen wir ihn mal Kunde A, und er sagt, Mensch, Herr Aumann, im Garten- und Landschaftsbau, würden Sie auch einen Zaun bauen? Was sage ich? Ja, kriegen wir hin. Okay, jetzt rief der zweite Kunde an, Mensch, Herr Aumann, würden Sie auch unsere Hof einfach pflastern? Was habe ich gedacht? Es geht euch mal um Umsatz. Bevor der Mitbewerber das macht, ja klar, machen wir auch. Jetzt rief der dritte Kunde an, Herr Aumann, würden Sie auch einen Schwimmteich bauen? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich komme mal vorbei. Okay, jetzt rief der vierte Kunde an. Herr Aumann, wir wollen bei uns den Garten gepflegt haben. Rasenmähen, Unkraut jäten. Würden Sie das auch machen? Was sag ich? Ja klar, bingo. Ja, Rasenmähen, easy. Jetzt rief der nächste Kunde an. Ja. Und was habe ich wieder gesagt? Ja, machen wir. Ja. Jetzt bin ich vielleicht bei einer Holzterrasse angekommen. Ihr merkt gerade, worauf ich hinaus will. Wer sein Nein nicht sagen kann, wird sein Ja nicht halten können. Schreibt dir diesen Satz auf. Er ist elementar. Das ist das zentrale Mindset in der Positionierung. Ja, wenn du dein Nein nicht sagen kannst, wirst du dein Ja niemals halten können. Du musst Nein sagen zu Kunden, die nicht passen. Nein sagen zu Märkten, die nicht interessant sind. Nein sagen zu Dingen, die du nicht kannst. Ich konnte keine Schwimmteiche bauen, aber ich habe es trotzdem angenommen, verfluchte Hacke nochmal. Warum? Weil ich es nicht besser wusste, weil ich einfach jeden Kunden angenommen habe, ob er gepasst hat oder nicht. Es ging erstmal um Umsatz. Und genau jetzt kommen wir in einen Struggle, weil wir sind halt überall, aber alles können wir nicht. Ja, wir sind irgendwo so ein bisschen der Allrounder, ja? Aber weißt du was? Allrounder, die sind gut. Aber Allrounder, die können alles, aber nichts wirklich richtig. Verdammte Hacke. Also, ich musste mich auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, ich habe eliminiert. Ich habe gesagt, nein, 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 nein. Und das irgendwann
aus der Not heraus. Und jetzt erzähle ich etwas, was ich so selten erzählt habe, aber ich möchte hier mit dir offen und ehrlich sein. Ich habe damals aus der Not heraus zu einem Kunden ein lautes Ja gesagt. Und das war der Kunde hier mit der Grünflächenpflege. Warum habe ich damals ein lautes Ja genau zu dieser Kundschaft gesagt? Weil irgendwann Pflastern, ich hatte nicht das Geld dafür, in die Vorleistung zu gehen, also in die Vorkasse. Den Schwimmteich, ich hatte immense Kosten wieder in der Vorkasse. Das bedeutet die Folien, die Steine, die Pooltechnik. Dann bist du locker 30.000, 40.000 Euro erstmal los, was du vorfinanzieren musst. Das Geld hatte ich nicht. Das hat mir gefehlt. Das hat mir hier richtig wehgetan im Portemonnaie. Das konnte ich irgendwann nicht mehr. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, wisst ihr was? Sorry für das vulgäre Wort. Leck mich alle am Arsch. Ich mache nur noch eine Sache, mehr nicht. Darauf will ich mich konzentrieren. Und was war das? Ja, Zeit gegen Geld tauschen, ja. Ich kam, habe Rasen gemäht, konnte eine Rechnung schreiben, ja. Ich habe Hecken geschnitten, ich konnte eine Rechnung schreiben. Also es war eine banale Dienstleistung, aber keine Vorkasse. Und dann habe ich eine Sache erst gemerkt. Wo ich das hatte, habe ich eine Sache gemerkt. Erst dann, wo ich genau das verstanden habe, habe ich gemerkt, okay, Matthias, bingo, du machst das ja immer wieder. Du baust gerade ein System auf. Ohne dass ich das damals richtig, ja, bewusst gemacht habe, habe ich, weil ich einen Kunden immer wieder genommen habe, eine Zielgruppe immer wieder beackert habe, einen Kunden immer wieder gemacht habe, also immer wieder Rasen mähen, ja, immer wieder Hecken schneiden. Auf einmal hatte ich die Aumann Grün Systempflege erschaffen, ohne dass ich das wollte. Das war ein, ja, das war einfach eine Geburt hier, ohne dass ich das wollte. Und ich habe ein System geschaffen. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, Schritt 6. Glücklicher Kunde. Bingo. Glücklicher Kunde. Die bezahlen dich fürstlich. Aber erst dann, wenn ich mich auf einen einzigen Kunden konzentriert habe, erst dann konnte ich mich auf einen wiederkehrenden Ablauf fokussieren. Nochmal, jetzt wird es erst richtig interessant. Es geht ja hier ums Marketing. Ja, wir sind ja nicht beim Systemworkshop, den mache ich auch. Aber schau, erst wo ich mich auf einen einzigen Kunden konzentriert habe, konnte ich eins feststellen. Was sind denn seine größten Probleme? Okay, wenn ich genau die Probleme hatte, dann konnte ich darauf viel besser die Lösung kreieren. Noch mehr, ich wusste irgendwann, was waren seine Bedürfnisse? So, und nochmal, Leute. Hey, Kunden wollen ihr Bedürfnis befriedigt haben. Keine Lösung präsentiert haben. Bei Lösung, da kriege ich gar keine Gänsehaut. Bei Bedürfnisbefriedigung schon. Also ich hoffe, ihr wisst gerade, was ich meine, ja? Also, das ist das klassische Beispiel, ja? Du kaufst dir keine Harley Davidson. Was kaufst du dir? Die rot 66 runterbrettern. Ja? Du kaufst dir kein Lippenstift als Frau. Was kaufst du? Ja, Anerkennung, Schönheit, Hoffnung. Machen wir uns da nichts vor. Ich weiß, ich kriege gerade schon wieder hier fiese Kommentare bestimmt, ja. Aber am Ende ist es so. Erst in dem Moment, wo ich mich hier mit einem Kunden auseinandersetze, konnte ich hier die Probleme viel besser beschreiben, ja. Was hat den Kunden nachts wach gehalten? Was hat den Kunden, ja, richtig frustriert? Okay, darauf habe ich erstmal standardisiert, kontrafaktisch eine Lösung gehabt, ja. Ein Beispiel, Problem war von dem Kunden, die Handwerker, die Gärtner primär, die waren absolut unzuverlässig. So eine Sauhunde, ja, die sagen, die kommen zwischen Ostern und Weihnachten, das Jahr ist noch nicht bekannt. Dann waren sie, ja, wenn sie kommen, wurden sie wieder verschoben. Dann muss man ihnen alles immer dreimal erklären und es ging nur um die Gartenpflege. Aber Leute, Hand aufs Herz, ist es nicht so überall? So, okay, die Leute, denen hat es frustriert. Ja, sie mussten Rasen mähen, sie mussten Hecken schneiden, sie mussten Unkraut jäten. Also das ist Gartenarbeit. Das war ja mal das Problem meiner Kunden, die ich wirklich intensiv beackert habe. Darauf hinaus habe ich jetzt eine Lösung geschaffen. Ich nenne sie jetzt mal die Gartenpflege im Abo. Wie genial ist das? Ich habe damals die Gartenpflege im Abo vor 8 Jahren das Original erschaffen. Mittlerweile wird die Sau ja durchs Dorf getrieben. Jeder kopiert mich, aber die wenigsten kriegen es hin, weil sie nicht mein System haben. Ja, Sie sehen nur das, Gartenpflege im Abo, geil. Okay, nochmal, Problem, Rasenmähen, Hecken schneiden, Unkraut jäten, die Gartenarbeit. Meine Lösung darauf war die Gartenpflege im Abo. Achtung! Und jetzt geht's erst hier darum, das Herz der Kunden zu erreichen, dass sie sagen, hey, genau den will ich haben. Was habe ich gesagt?
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Garten und plötzlich ruft der Nachbar zu dir rüber, hey, sag mal, wie machst du das mit deinem Garten? Der wird ja immer und immer schöner. Das ist kein Märchen, ja? Genau diese Geschichte, die höre ich von meinen Kunden immer und immer wieder. Und das Beste daran, ich arbeite auch zum Festpreis. Ja, das hat doch bestimmt in jeder Haushaltskasse Platz, nicht wahr? Ruf jetzt direkt an, vereinbare einen gratis Gartentermin und wir beide können uns über die Gartenpflege im Abo unterhalten. Achtung, PS, wenn du beim ersten Mal nicht durchkommst, versuche es erneut. So, ich habe gerade nur Bedürfnisse befriedigt und ich habe eigentlich nur ein Story-Selling gemacht. Bingo. Auf einmal sagt der Kunde, der versteht mich. Was habe ich gemacht? Das größte Problem am Anfang. Brauchst du einen Gärtner, der da ist, wenn man ihn braucht? Ja? Benötigen Sie einen Gärtner, der da ist, wenn man ihn braucht? Ja, klar brauche ich das. Was habe ich dann gemacht? Stell dir vor, ein hypnotisches Sprachmuster. Jede gute Geschichte beginnt so. Hypnotisches Sprachmuster. Stell dir vor, zack, ist es von der oberen Verstandesebene hier im Bauch auf einmal im Bild. Du liegst in deinem Garten. Der Nachbar ruft rüber. Hey, sag mal, wie machst du das mit deinem Garten? Der wird ja immer und immer schöner. Doppelte Wortwahl, dreifache Wirkung. Ganz genial. Was hat der Nachbar bekommen? Anerkennung. Mag doch jeder, liebe Leute. Keiner kann sich gegen Anerkennung wehren, oder? Ja, wie machst du das mit dem Garten? Der wird ja immer und immer schöner. Auf einmal haben wir einen Dialog. Wir arbeiten auch zum Festpreis. Das hat doch wirklich in jeder Haushaltskasse Platz. Nicht wahr? Fragezeichen. Ruf jetzt an. Also Dialog, der sagt, naja, gut, na, ruf jetzt an, Handlungsaufforderung. Nochmal, habe ich gerade hier über die Gartenpflege im Abo gesprochen? So und so viele Meter Rasenmähen, so und so viel Quadratmeter Unkraut jeden? Nein, ich habe hier nur Bedürfnisse befriedigt und die Kunden haben gesagt, hey, das ist mal einer, wenn so alle arbeiten würden, der versteht mich. Happy Kundschaft. Und genau die sind die, die dich auch fürstlich bezahlen. Also nochmal, es geht immer nur um eine einzige Sache. Wir müssen unsere Kunden dazu bringen, dass wir genau ihre Probleme haben, dass sie ganz genau wissen, welche Lösung wollen sie, noch mehr, welche Bedürfnisse müssen wir hinter der Lösung kommunizieren.